Eine Zeit lang schien es, als stagnierten die Kämpfe in der Ukraine, als gäbe es wenig Bewegung an der fast 1300 Kilometer langen Front im Osten des Landes. Schon seit längerem wird aber mit einer Frühjahrsoffensive der russischen Streitkräfte gerechnet. Seit letzter Woche nun verstärken die Russen ihre Angriffe wieder. Hunderte Raketen, Luftangriffe, massiver Beschuss ziviler Infrastruktur. Ist das jetzt die erwartete Frühjahrsoffensive? Im FAZ-Podcast für Deutschland geben wir Ihnen heute ein militärisches Update über die Lage im Ukraine-Krieg. Dafür sprechen wir mit dem Generalleutnant AD der Bundeswehr Heinrich Braus. Außerdem schauen wir mit unserem Korrespondenten Gerhard Gnauk auf die jüngsten Auftritte des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj und auf seine zweite Front im eigenen Land. Heute ist Montag, der 13. Februar. Mitgeholfen haben Felix Hoffmann und Silvia Klaus und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Mein erster Gesprächspartner ist Heinrich Braus. Er ist Generalleutnant AD der Bundeswehr und war bis 2018 beigeordneter Generalsekretär der NATO für Verteidigungspolitik und Planung. Heute arbeitet er am Zentrum für Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hallo, Herr Braus. Guten Tag, Frau Jakob. Herr Braus, seit Ende vergangener Woche haben die Russen massive neue Angriffe auf die Ukraine gestartet. Nachdem das Geschehen eine Zeit lang etwas stagnierte, haben die Streitkräfte nun hunderte Raketen auf Ziele in der gesamten Ukraine abgeschossen, Luftangriffe, Artilleriegeschosse. Sehen wir hier den Beginn der erwarteten Frühjahrsoffensive? Also die meisten Experten glauben, dass die Offensive schon begonnen hat. Und zwar schon seit ein paar Tagen spätestens. Russland greift ja mit Macht entlang der Frontlinie neu an, vor allem beiderseits der Ortschaft Bachmut, und versucht, so wie wir Militärs das beurteilen, die ukrainischen Verteidigungskräfte auseinanderzuziehen, dadurch, dass sie an verschiedenen Stellen gleichzeitig angreifen und das mit großer Artillerieunterstützung, aber auch mit allen möglichen Waffen, die sie dazu einsetzen können. Gleichzeitig hat Putin ja erneut die Ukraine mit Raketenangriffen übersät sozusagen und versucht erneut die Energieinfrastruktur zu treffen, aber auch die Zivilbevölkerung zu terrorisieren. Und das muss man, glaube ich, im Zusammenhang sehen. Also die verschärften Angriffe an der Front, aber auch die Angriffe gegen die Ukraine im ganzen Land. Unsere und meine Interpretation ist folgende. Er will die ukrainischen Kräfte abnutzen, die Verteidiger lähmen, aber gleichzeitig auch die ukrainische Bevölkerung zumindest zu versuchen zu zermürben. Und er setzt gleichzeitig darauf, dass der Westen die Ukraine, die Unterstützung für die Ukraine nachlässt. Denn wir beobachten, dass die russische Führung und die russische Armee sich auf einen langen Krieg einstellt, den sie glaubt, eher durchhalten zu können als die Ukraine und der Westen. Nun hat Russland ja auch gleichzeitig Geländegewinne an der Front gemeldet. Das Verteidigungsministerium spricht laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax davon, innerhalb von 4 Tagen 2 Kilometer Richtung Westen vorgerückt zu sein. Welcher Teil der Frontlinie das sein soll, wird nicht gesagt. Was denken Sie, ist das Propaganda oder ist das realistisch, dass das so passiert ist? Ja, jetzt wissen können wir das nicht überprüfen. Die Ukraine müsste das bestätigen, was sie nicht tut. Unsere Einschätzung und die der meisten Experten ist, dass Russland in den letzten Tagen oder Wochen örtlich einige hundert Meter vorangekommen ist. Auch 2 Kilometer sind, auch wenn das vielleicht etwas untertrieben klingt, 2 Kilometer sind operativ gesehen nicht viel. Aber es stimmt, die Ukraine steht im Verteidigungskampf und steht militärisch sehr unter Druck entlang der gesamten Frontlinie. Und wir hoffen, und es steht zu hoffen, dass sie weiter in der Lage bleibt, im Großen und Ganzen ihre Verteidigungslinie im Moment, ihre Stellungen zu halten.
schon dazu braucht sie militärische Unterstützung durch den Westen und durch die verbündeten Staaten im Westen. Und zwar jeglicher Art. Kampfpanzer, Schützenpanzer, Artillerie, vor allem auch Luftverteidigung und vor allem Munition, Munition, Munition. Das Ziel muss ja sein, dass wir der Ukraine helfen, nicht nur die Linie und die Stellung zu halten, sondern über kurz oder lang selber wieder offensiv werden zu können. Denn sie hat die Absicht, und wir sollten und müssen ihr dabei helfen, dass sie größere Teile, wie im Sommer und Herbst letzten Jahres und dann bis in den November hinein, ihres Territoriums befreien kann, wenn möglich das Ganze. Dazu muss sie militärisch in der Lage versetzt werden, denn das ist aus unserer Sicht politisch, so wie wir Putin und die Lage beurteilen, die einzige Chance, dass Putin einlenkt und an den Verhandlungstisch sich begibt und dann Verhandlungen aufgenommen werden können, wenn die Ukraine zustimmt, mit dem Ziel, dass sie ihre territoriale Integrität wiederherstellt und ihre volle politische Souveränität erhält. Dass Putin also keinen Erfolg hat, das ist das politische Ziel. Und dazu müssen und wollen wir die Ukraine militärisch in die Lage versetzen. Und dazu braucht sie alle militärische Unterstützung, die der Westen aufbieten kann. Auch Kampfjets? Das ist ja jetzt im Moment das aktuelle Thema. Grundsätzlich auch Kampfjets. Okay. Aber ich muss das ein bisschen differenzieren, Frau Jakob. Kampfjets sind ein wichtiges und hocheffizientes militärisches Mittel zur Unterstützung jeder Art von Operation, sowohl in der Verteidigung als auch im Gegenangriff oder in einer Offensive. Kampfjets haben viele Rollen und Zwecke. Sie unterstützen auch die Kampftruppe am Boden. Das ist ein hocheffizientes und wirkungsvolles Mittel. Ich bin also gegen, wie Christoph Heusgen das nennt, die Ausschließlichkeit von vornherein. Man sollte die Option zumindest offen halten. Und Offenhalten der Option bedeutet auch, dass man ukrainische Crews und Piloten ausbildet. Jetzt kommt das Aber. Wenn man sich mit Piloten, Kampfpiloten unterhält, dann lernt man, dass die Ausbildung eines Kampfpiloten im Jet, F-16 oder Eurofighter, mindestens eins, besser 2 Jahre dauert, okay, damit sie kriegstauglich werden. Ja. Also wirklich einsatzfähig. Das ist ein aufwendiger, langer Ausbildungsprozess. Es kommt dabei darauf an, dass wir jetzt und in den folgenden Wochen und Monaten die Ukraine die maximale Unterstützung zur Verfügung stellen, die wir stellen können. Dass wir jetzt alles daran setzen, dass die Kampfpanzer, zu der sich die Bundesregierung und andere endlich entschlossen haben, so schnell wie möglich in die Ukraine kommen. Dass wir die Logistik dafür aufbauen, dass wir Ersatzteile liefern können, dass wir Munition dafür liefern können, dass wir weitere Artillerie liefern können, die noch präziser sind, zum Teil als Kampfjets. Dass wir die Artillerie mit Lenkflugkörpern ausrüsten, die in die Tiefe des russischen besetzten Gebiets gehen können und dort gefechtsstellende Logistik und Reserven treffen können, um den Angriff vorne zu schwächen. Darauf kommt es jetzt als höchste Priorität an. Also letztlich erstmal das, was versprochen und beschlossen ist, jetzt erstmal liefern und zwar richtig. Ja, ja, das ist die höchste Priorität. Dazu gehört auch Luftverteidigung. Also die Patriots-Staffeln, die durch die Amerikaner und die Deutschen entschieden und versprochen wurden und wozu jetzt schon die Crews ausgebildet werden, so schnell wie möglich der Ukraine übergeben, so schnell wie möglich weitere Iris-T-Systeme übergeben und was auch immer der gesamte Westen entbehren und liefern kann, muss dorthin. Luftverteidigung, Artillerie, Kampfpanzer, Ersatzteile, Logistik, Munition. Also all das, was die ukrainische Armee
am Boden benötigt, um effektiv verteidigen zu können, aber auch, wie wir sagen, das bewegliche Gefecht der verbundenen Waffen führen zu können, um schließlich wieder offensiv werden zu können und ihr Land zu befreien. Wie ist denn da der Stand im Moment bei der Lieferung von den Leopard 1 und 2 Panzern? Im Augenblick, so wie ich das sehe, versucht der deutsche Verteidigungsminister Pistorius zusammen mit seinem Kollegen Blaschak, die angezielten 2 Bataillone an Kampfpanzern, Leopard 2, so schnell wie möglich zusammenzustellen, dadurch die anderen europäischen Nationen, die angedeutet haben, dass sie Panzer stellen können und wollen, zum Beispiel Finnen, aber auch Spanier, Portugiesen, Kanadier sogar, so zu koordinieren, dass die Lieferung von Kampfpanzer Leopard 2 so schnell wie möglich in die Ukraine geschehen kann. Das zweite ist der Leopard 1, über den Deutschland verfügt. Darüber wurde schon seit 9 Monaten diskutiert. Jetzt ist die Entscheidung endlich gefallen. Die Absicht ist, dass übers Jahr in verschiedenen Tranchen die Kampfpanzer Leopard 1 an die Ukraine geliefert werden können. Das dauert aber, denn einige, die müssen wieder instand gesetzt werden. Die waren ja über Jahre im Depot. Man muss die Logistik aufbauen. Man muss die ukrainischen Besatzungen ausbilden. Und man muss die Munition bereitstellen. All das braucht Zeit. Hätte die deutsche Regierung, der Bundeskanzler, bereits im Sommer letzten Jahres die Entscheidung getroffen, die mögliche Lieferung vorzubereiten, die Logistik aufzubauen, die Panzerbesatzung aus der Ukraine auszubilden, zusammen in Deutschland, dann stünden sie jetzt schon bereit und könnten über kurzer Frist in die Ukraine gelangen. Und sie hätten ein wichtiges Mittel, das sie für die Verteidigung ihrer Stellungen, aber auch für einen möglichen Gegenangriff und die Wiedergewinnung der Offensive brauchen würden. Spät, hoffentlich nicht zu spät. Ja. Jetzt steht ja, Sie haben es auch eben gesagt, im Mittelpunkt der Kämpfe an der Front seit Tagen die Stadt Bachmut im Gebiet Donetsk. Und da gibt es ein Hin und Her an Meldungen. Die russische Söldnertruppe Wagner will ein Dorf nördlich von Bachmut eingenommen haben. Die ukrainischen Streitkräfte betonen, sie hätten die Stadt weiter unter Kontrolle. Warum ist diese Stadt so wichtig? Ist das eher strategisch oder eher symbolisch? So wie ich die Einschätzung der Experten lese, wissen wir das alle nicht genau. Wir rätseln, warum Bachmut für Putin und die russische militärische Führung so wichtig ist. Das könnte natürlich von symbolischer Bedeutung sein, dass die Russen eine Stadt, um die sie Monate schon gekämpft haben, endlich, möglichst bis zum 24. Februar, also dem Jahrestag des Kriegsbeginns, einnehmen und dann als großen Erfolg herausstellen können. Welche operative Bedeutung die Stadt hat, wissen wir alle nicht genau. Man vermutet, sie liegt an einem Knotenpunkt und an einer Straße Richtung Norden und Nordwesten, Kramatorsk zum Beispiel, die, wenn die russischen Kräfte sie einnehmen, vielleicht einen Durchbruch weiter nach Norden ermöglichen würde. Und dann könnte man daraus ableiten, dass Putin und seine militärischen Führer eben doch möglichst anstreben, den gesamten Oblast Donetsk zu erobern. Wir sehen auch schon Truppenbewegungen und Anzeichen, dass das gleiche für den Oblast Saporoschje gelten könnte. Dann hätte er bis auf Cherson den gesamten Süden militärisch in der Hand. Und er würde militärisch sozusagen die Brücke schließen, sinnbildlich gesprochen, zur Krim und den gesamten südlichen Geländestreifen in der Ukraine militärisch beherrschen. Damit auch das Asowsche Meer. Ich glaube, ich würde jetzt zu viel spekulieren, ob das für Putin dann der Ausgangspunkt für einen sogenannten Frozen Conflict wäre. Also das Ziel, den Konflikt einzufrieren und erstmal zu verharren und dann zu gucken,
wann sich die Gelegenheit ergibt, weiter anzugreifen oder in möglichen Verhandlungen aus seiner Sicht den gesamten Raum zugesprochen zu bekommen und damit als Sieger gegenüber seiner Bevölkerung aus dem Krieg zu kommen, zurückzukehren. Aber das ist Spekulation. Was wir jetzt erkennen können, ist, dass die russische militärische Führung mit aller Macht die Stadt Bachmut und das Gelände beiderseits davon nehmen will, möglicherweise, um dann weiter nach Norden vorstoßen zu können und den gesamten Oblast Donetsk zu nehmen und zu halten. Ja, also mit welcher militärischen Reaktion der Ukraine rechnen Sie denn dann in dem Gebiet? Was könnte da der nächste Schritt sein? Da rechnet man ja auch noch mit einer Offensive. Ich scheue mich jetzt weiter sozusagen zu spekulieren über die Absichten, über die Lage vor Ort wirklich und über die Planungen und Absichten der ukrainischen militärischen Führung. Das lässt sich vom Schreibtisch aus leicht machen, aber dann kann man auch sehr leicht daneben liegen. Ja, ja. Wovon wir ausgehen können, ist, dass die Ukrainer mit aller Macht und allen Mitteln versuchen werden und weiter versuchen, den russischen Angriff zu stoppen. Also ihre jetzige Frontlinie im Großen und Ganzen, und ich spreche nicht über Hunderte von Metern oder ein paar Kilometer, aber im Großen und Ganzen diese 1000 Kilometer lange Frontlinie zu halten. Und darauf setzen, dass der Westen sie weiter militärisch unterstützt. Und wenn dann die russische Truppe keinen Erfolg hat und sie womöglich auch Schwierigkeiten hat, genügend Soldaten aufzubringen, genügend Material aufzubringen, vor allem genügend Munition aufzubringen, dann in einem günstigen Moment selbst erneut anzugreifen. Und dafür gibt es aus hiesiger Sicht die Möglichkeit, dass sie nicht in Luhansk unbedingt oder gegenüber Bachmut, sondern auf der Linie Melitopol Richtung Asowsches Meer vorstoßen könnten, um sozusagen die russische Armee im Süden der Ukraine zu teilen und damit massiv zu schwächen. Aber das ist, wie gesagt, auch Spekulation in die Pläne und Köpfe der militärischen Führung der Ukraine, können wir alle nicht gucken. Ja, ja. Jetzt heißt es vom britischen Geheimdienst, dass die Russen im Moment so hohe Verluste erleiden wie zuletzt in den ersten Tagen des Überfalls auf die Ukraine vor knapp einem Jahr. Also über 800 Soldaten pro Tag seien gefallen, heißt es da unter Berufung auf den ukrainischen Generalstab. Passt das für Sie zusammen? Ja, das passt insofern zusammen, dass Putin auf seine Soldaten keinerlei Rücksicht nimmt. Er hat in den letzten Wochen, vielleicht sogar Monaten, weitere 200.000 bis 300.000 Soldaten eingezogen. Und jetzt scheint er die wenig und schlecht ausgebildeten Soldaten an die Front zu werfen. Man sieht ja Bilder, die einen an den Weltkrieg I erinnern. Wellen von Soldaten, Reihen von Soldaten als Angriffswellen gegen die Ukrainer, einfach ins freie Gelände losgeschickt, um die Ukrainer zu überrennen. Und wenn der Verteidiger darauf vorbereitet ist, dann ist jeder solcher Versuch zum Scheitern verurteilt, verursacht aber größte Verluste und hohe Verluste. Man muss also den Eindruck gewinnen, dass Putin seine Soldaten als Kanonenfutter missbraucht und behandelt, um zum militärischen Erfolg zu kommen. Das ist das Erste. Also nicht genügend ausgebildete Soldaten in die Schlacht zu werfen und damit die hohen Verluste bewusst riskieren. Darauf hoffen, dass er eben irgendwann doch durchkommt. Das ging auch den Wagner-Söldnern beiderseits Bachmut so. Und dann gibt es Hinweise, dass ihm die Munition eben doch auch selbst langsam ausgeht. Er hat jetzt, wie man hört, zwei Munitionsfabriken aus dem Boden gestampft. Ob er auch so viele schwere Waffen in Reserve hat, wie manche Experten glauben, auch das ist nicht gesichert.
Man kennt auch Berichte aus Depots, in denen Hunderte von Kampfpanzern stehen, die aber über die Zeit verrottet sind. Auch die müssten, wenn Putin sie nutzen wollte, erst über längere Zeit instand gesetzt werden. Also es ist unklar, wie viel schweres Gerät und Soldaten Putin mobilisiert und weiter in den Krieg führen kann und was das dann für den ukrainischen Verteidiger bedeutet. Jetzt habe ich eine Abschlussfrage noch. Mitten in dieser aktuellen russischen Offensive haben hier bei uns Alice Schwarzer und die linken Politikerin Sarah Wagenknecht ein sogenanntes Manifest für den Frieden veröffentlicht. Ja. Fordern da ein Ende der Waffenlieferungen und sofortige Verhandlungen. Immerhin gut 350.000 Unterschriften haben die beiden für ihre Petition da schon gesammelt. Wenn Sie als Militär sowas hören, was denken Sie da? Ich denke, und jeder sollte es tun, das Manifest für den Frieden von Frau Schwarzer und Frau Wagenknecht genau lesen. Und wenn man dieses Manifest genau liest, dann läuft es im Kern darauf hinaus, im Kern, der Ukraine weitere Waffenhilfe zu verweigern und einen Waffenstillstand anzustreben. Andernfalls, so sagen sie, drohe ein Welt- oder Nuklearkrieg. Und dann muss man sich klar machen, was das bedeutet als Folge. Es würde bedeuten, Putin gewinnen zu lassen, denn er will nicht verhandeln. Er hat Verhandlungen ausgeschlossen. Es würde bedeuten, hinzunehmen, dass die Ukraine besiegt wird. À la longue. Auch ein Waffenstillstand wäre ein Sieg für den Aggressor. Er würde sozusagen belohnt für seinen Aggressionskrieg, für seine Kriegsverbrechen. Man darf nicht annehmen, dass die Niederlage in einem Krieg zum Frieden für die Ukraine führt. Putin hat ganz klar deutlich gemacht und er hält an diesem Ziel fest. Er will die Ukraine als Staat eliminieren. Die Folge wäre nicht Frieden für das ukrainische Volk, sondern unsägliche Gewalt durch die russischen Besatzer. Folter, Vergewaltigung, Verschleppung. Also Butscha in groß. Und all das bedeutet, wenn der Westen sich darauf einließe, dass man einen Partner gegenüber einem Aggressor und Kriegsverbrecher, der unsägliche Gewalt ausübt, alleine lässt. Einen Partner, der in die Europäische Union will, alleine lässt gegenüber dem Aggressor. Dagegen will die Ukraine sich ja verteidigen. Auch die Ukraine will deswegen nicht verhandeln. Sie kämpft um ihre Existenz. Und ich frage, wie kommen wir dazu? Wir in Berlin, in Deutschland, aus der Ferne, warm und trocken sitzend, der Ukraine vorzuschreiben, aufzugeben, die um ihre Existenz und Freiheit kämpft. Ich finde das zynisch und unmoralisch. Herr Brausig, danke Ihnen ganz herzlich für die Ausführung. Ich danke Ihnen, Frau Jakob. Einen schönen Tag Ihnen. Bei mir in der Leitung ist jetzt mein Kollege Gerhard Gnauk. Er ist FAZ-Korrespondent für Polen und die Ukraine mit Sitz in Warschau. Hallo, Herr Gnauk. Guten Tag nach Deutschland. Herr Gnauk, die Russen haben gerade eine neue Angriffswelle auf die Ukraine gestartet. Das haben wir eben gehört. Fast ein Jahr nach Kriegsbeginn ist jetzt offenbar diese Frühjahrsoffensive losgegangen. Quasi zeitgleich ist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in den Westen gereist, nach London, Paris und Brüssel. Es war erst seine zweite Auslandsreise seit dem russischen Einmarsch vor fast einem Jahr. Wie kam diese Reise in der Ukraine an? Ja, die kam natürlich gut an. Zelensky hat ja generell für seine ganze Arbeit gute Zustimmung in der Ukraine. Also es gibt Umfragen, zumindest bis in den Winter rein, also so von ungefähr 80%. Und natürlich wissen die Menschen, dass die ausländische Unterstützung wichtig ist. Sowohl humanitär, sowohl für die Flüchtlinge, als auch militärisch, als auch finanziell für den Staat.
Und auch wenn man in der Ukraine unterwegs ist, was ich ja in der Kriegszeit auch ein paar Mal war, manchmal kommen Leute auf einen zu und sagen, danke Europa für deine Hilfe, danke für eure Hilfe. Andererseits, wenn man dann die ukrainischen Medien schaut oder auch das Rumpfprogramm des Fernsehens, was nach wie vor sendet, sieht man natürlich, dass das Land schon sehr auf sich und die militärische Lage und die humanitäre Katastrophe schon fixiert ist und das, was da im Ausland stattfindet, selbst wenn der Präsident unterwegs wird, also das wird so relativ kurz zur Kenntnis genommen. Aber es ist natürlich sehr wichtig. Wird es auch so als Zeichen der Motivation und des Mutmachens empfunden? Ja, sicherlich. Also zu wissen, gerade überall im Osten Europas fühlte man sich ja immer und leider auch oft zu Recht etwas wenig beachtet, sozusagen von dem reichen, wohlhabenden, friedlichen, stabilen Westeuropa. Und jetzt in dieser natürlich schrecklichen Lage endlich mal richtig gehört zu werden und wahrgenommen zu werden und dass da Hilfe kommt, das ist natürlich auf dem Hintergrund auch der vergangenen Jahrzehnte ein sehr deutliches Signal und eben mehr als ein Signal. Nun hat Zelensky nicht nur diese politischen Reisen gemacht, sondern sogar gestern auch beim Super Bowl per Videoschalter eine Ansprache gehalten, die nicht im Fernsehen übertragen wurde, aber im Stadion zu sehen war. Was will er mit solchen Auftritten erreichen? Ja, Zelensky ist ja zunächst einmal, wie wir wissen, er ist ein politischer Quereinsteiger. Er war vorher seit seiner Studentenzeit Komiker, Schauspieler, hat in der Sowjetunion inklusive Russland also riesige Erfolge gefeiert. Also er kommt eigentlich aus einem Bereich außerhalb der Politik. Und jetzt ist er durch diese für ihn selbst ja auch schreckliche und unerwartete Entwicklung, ist er in diese Rolle hineingerutscht, auch dank seines Talents und seiner Redegabe, eben eine moralische Autorität zu sein, die in der ganzen Welt gehört wird, in einem Krieg, der auch eine globale Auseinandersetzung ist, wo das Völkerrecht und der zivile Umgang mit Nachbarn auf der einen Seite steht und das Faustrecht, das Recht des brutalen Stärkeren auf der anderen Seite. Insofern hat ja da also diese Rolle, wie sie vielleicht Churchill mal hatte, mit dem er ja auch schon verglichen worden ist, sozusagen der Einzige, der Hitler standhält. Und also insofern, er ist in die Rolle geraten eines Menschen, der über das Politische hinaus wirkt und auch wirken will und gerade auch die Unpolitischen anspricht, hinweist auf diese wirklich humanitäre Katastrophe, auf die offenbar größte Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da spricht er hin und wieder auch zu Nichtpolitikern. Er hat ja auch eine Videoschalte gemacht zu Studenten der Humboldt-Universität und der Universität in Frankfurt-Oder. Oder jetzt war die Frage, ob er da beim internationalen Liederwettbewerb in Sanremo auftritt, also vergleichbar mit dem Super Bowl sozusagen. Also die Autorität, die Kraft des Unpolitischen sozusagen auch andere Teile des Publikums anzusprechen. Kommen wir zurück zu seinen politischen Auftritten, zu Zelenskys Rede in Brüssel vor dem EU-Parlament. Da ist er ja mit großem Jubel empfangen worden. Und das Hauptthema dort war neben den Waffenlieferungen natürlich der EU-Beitritt. Die Ukraine will noch in diesem Jahr mit den Verhandlungen darüber beginnen. Das ist Zelenskys ganz großes Ziel. Und ein Thema, das da immer wieder als großes Hindernis gesehen wird, ist das Thema Korruption im eigenen Land, in der Ukraine. Den Kampf dagegen hat sich Zelensky auf die Fahne geschrieben. Wie schätzen Sie da jetzt die Fortschritte ein? Wir hören von personellem Umbau, wir hören immer wieder von einzelnen Entlassungen. Wie schätzen Sie da im Moment den Fortschritt ein? Die Korruption hat es natürlich schon zu sowjetischer Zeit und danach dann gegeben in diesem Land, wie auch in vielen anderen Ländern. Den Kampf gegen Korruption haben im Grunde die Ukrainer begonnen, nachdem die Krim annektiert wurde und nachdem dieser kleine Krieg mit russischen und prorussischen Kräften eben in der Ostukraine begann, 2014. Danach hat die Ukraine Reformen gemacht,
bessere und schnellere als in den 25 Jahren davor. Und insofern, das hat Zelensky nicht alles erfunden. Also diese Regeln wie zum Beispiel Transparenz, die Tatsache, dass Zehntausende von Beamten, Politikern, Richtern und so weiter regelmäßig Vermögenserklärungen abgeben müssen, wo man genau nachlesen kann, der Beamte so und so besitzt eine teure Uhr und zwei Autos und ein Grundstück. Ja, also das wäre ja in Deutschland, würde das schon am Datenschutz scheitern wahrscheinlich. Die Tatsache, dass die Ernennung von hohen Richtern und anderes unter Beteiligung auch ausländischer Experten stattfindet. Die Tatsache, dass Staatsaufträge online einzusehen sind und sozusagen auch da Transparenz geschaffen wird und damit also offenbar Hunderte von Millionen Euro dem Staat gespart wurden, Steuergelder. All das hat Gott sei Dank schon seine Wirkung entfaltet in den Jahren vor Zelensky. Mhm. Dann, als er gewählt wurde, hat er gesagt, wir müssen da noch absolut einen Zahn zulegen. Und vieles ist ja auch ein bisschen stecken geblieben. Und die alten Kräfte sozusagen oder diejenigen, die halt gerne die Hand aufgehalten haben, sind halt nicht so ganz schnell auszuschalten. Er hat also das zu einem wichtigen Thema gemacht und auch Erfolge gehabt. Und wenn es jetzt während dieses Krieges jetzt in den letzten Wochen einige Fälle gab, die aufgedeckt wurden, die natürlich sehr unerfreulich sind, das ist ein Schlag erstmal für das Land, aber wie mir die Antikorruptionskämpfer in der Ukraine sagen, Zelensky hat gut und schnell darauf reagiert, hat auch Leute entlassen und hat andere Leute eingesetzt. Das Ganze ist natürlich im Krieg doppelt und dreifach schwer. Ja, aber er scheint ja durchaus da Erfolge zu verzeichnen. Was denken Sie, wie wird das im eigenen Land aufgenommen? Stärkt das den Präsidenten? Mir sagte eine Antikorruptionsaktivistin eben aus der Ukraine, Zelensky hat das getan, was jeder in einer Krisensituation tun muss an der Spitze. Er muss schnell reagieren, er muss klar reagieren, nicht wahr? Und auch hart reagieren. Er muss ein paar Leute entlassen. Das ist schon mal gut gelaufen. Und ansonsten aber blicken wir nochmal zurück auf die normale Zeit vor diesem Großangriff, vor einem Jahr eben. Der Hauptpunkt war eigentlich bei Zelensky. Er ist ja im Fernsehen groß geworden, auch dank einem großen Unternehmer, einem Oligarchen, in dessen Fernsehsender er immer aufgetreten ist. Und dieser Oligarch hatte einige Rechnungen offen mit dem Staat, weil seine große Bank enteignet wurde, weil dort ein Milliardenloch war. Und er hat als Zelensky sein Schauspieler, in Anführungszeichen, gewählt wurde zum Staatspräsidenten, hat dieser Unternehmer gesagt, jetzt I want my money back. Ja, ich will mein Geld zurückhaben. Und Zelensky hat offenbar nichts getan, um diesem armen, verarmten, reichen Mann irgendwie unter die Arme zu greifen, sondern hat gesagt, ich bin jetzt Präsident und ich habe andere Loyalitäten. Und insofern, mir scheint, also er hat da keine großen Fehler gemacht in der Hinsicht und gerade bei diesem Punkt. Insofern denke ich, für die Gesamtbilanz Zelenskys, die ist unverändert positiv und unverändert beeindruckend. Ja, und das offenbar an allen Fronten, an denen er gerade kämpft. Herr Gnauk, vielen Dank für diese Analyse von Zelenskys außen- und innenpolitischem Auftreten. Vielen Dank, auf Wiederhören, Frau Jakob. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich wie immer über Feedback an podcast@faz.de. Morgen ist meine Kollegin Livia Gerster für Sie da und ich verabschiede mich für heute. Machen Sie es gut.